Okay, das hat mich überrascht. Warten. Das ist nett. Dass der Kugelwilli so unter mir spawnt. Puh. Was für ein Akt dieses Level. Solche Springlevel, wo man einfach runterfallen kann. Das ist gar nicht meins. Collect the coins. Das lässt schon auf irgendwas schließen. You can get exactly 50 coins in this level and you have to find all of them. Okay. Schöne Musik, finde ich. Wollen wir mal gucken. Drei haben wir schon. Dass wir die 50 finden. Das war jetzt mutig, ich wusste nicht, ob es da runter geht, aber es muss dann, gut, es muss irgendwas da sein, sonst wäre die eine Münze nicht erreichbar gewesen, aber da waren dann noch welche. Genau. So, und einfach mit dem Wasser dümpeln, die schießen hier immer übers Wasser, denke ich. Drüber, die nimmt mich von alleine mit, das finde ich. Genau, aber hier unten kann ich einfach ruhig bleiben und. Aber auch noch welche. Gut, das weiß ich auch noch. Das ist hier unten lang und genau, weil da ist hell und da ist dann kein Boden und da kann man drunter durchschwimmen. Zack, zack. Ha, da wäre ich fast reingeschwommen. Zack, zack, zack. Münze, Münze, Münze. Das ist auch wieder so eine Stelle. Ist jetzt zwar nicht so dramatisch, aber wenn man mit diesen drei Blöcken hier diese zwei Münzen nicht genau das meinte ich, wenn man es nicht gebacken kriegt mit den drei Blöcken diese zwei Münzen da rauszuholen, kann man das Level neu starten, was ich persönlich nicht so schön finde. Tada! Gut, dass ich da den Safe State gemacht habe. Oh! Damit habe ich nicht gerechnet, dass das Ding schießt, wenn ich direkt davor stehe. Das tun die eigentlich. Hätte ich wohl jetzt so gesagt, eigentlich nicht. Aber okay, man lässt sich immer eines Besseren belehren. Blup, blup. So. Ich würde sagen, 42 habe ich schon. 43, 44, 47. Hm, das hatte ich beim letzten Mal schon, wie ich das gemacht habe. Irgendwo. Ah, jetzt weiß ich, wo sie sind. Ich muss von hier nach hier und. Oh ne, das geht sogar. Ich hab gedacht, der ist da fies und ist mich da. Aber das ist sogar ganz nett gestaltet. Da und da und schon haben wir die 50 Münzen. Okay, da hätte ich noch einen Moment warten sollen, aber egal. Mit Leben haben wir ja sowieso nicht so das Problem. Anyway. So, wir machen das schön der Reihe nach. Crumbly Woods. Hallo. Tyrannia-Pflanze. Genau. Zack. Darüber. Da fehlt das Sprungbrett. Yoshi-Münze, dich brauchen wir nicht. Koopa, du. Machst mich nervös mit
einem dummen Panzer. Ich brauche meinen nicht. Hoppa. Dummer. Das ging aber gerade eben. Dummer Fehler, würde ich sagen. Okay, aber das ist scheinbar echt Timinger. So geht das. Und auch noch zu genau auf das Ding drauf. Schaut auch anders da aus. Uiuiui. Da hätte er mich fast erwischt. So. Komm her, Cooper. Ich mag dich nicht. Eigentlich habe ich nichts gegen die Coopers, aber... Da ist irgendwie bei mir Skype online gegangen. Das finde ich auch etwas mysteriös. Bei der letzten Aufnahme ist das einfach im Vordergrund stehen geblieben. Gut, was vielleicht daran lag, dass die Aufnahme gar nicht lief, sondern Fraps überhaupt nicht. Doch, da hat Fraps was aufgenommen. Da hat Fraps meinen Explorer aufgenommen, der im Hintergrund lief. Fand ich sehr interessant. Da eine gute Stunde dem Explorer zuzugucken, wie sich nichts tut. Okay, da bin ich aber neugierig, kommt da los? Nö. Da ist das Schlüsselloch. Aber wo ist der Schlüssel dazu? Das ist mir suspekt. Ich komme zwar nicht ans Schlüsselloch ran, aber allein die Tatsache, dass hier. Hier. Haha. Da ist der Schlüssel. Jetzt müsste ich nur groß sein, um da reinzukommen. Aber das machen wir dann gleich im Anschluss nochmal. Na, ich brauche das Ding hier. Sonst geht's nicht weiter, auch wenn ich gerne den Schlüssel mitnehmen würde. Uiuiui. Oh, der steht auf die Dinger, oder? Kommen mir nämlich hier ziemlich häufig vor. So. Die Yoshi-Münze ist mal wieder... Oh. Fiese Stelle. Finde ich. Hallo, Pflänzchen? Da schießen sie irgendwie über meinen Kopf drüber, aber da haben sie mir wahrscheinlich schon ein Stückchen weiter vorne angepeilt. Upp. So, Safe State. Sonst zieht sich das alles zu sehr in die Länge. Das habe ich schon mal besser gekonnt. Ach, so zum Beispiel. Komme ich nur nicht mehr zurück. Jetzt, wo ich den Pilz habe, komme ich nicht mehr zurück. Aber jetzt weiß ich immerhin, das habe ich bei der ersten Aufnahme nicht gefunden, wo der Secret, wo der Schlüssel für den Secret Exit ist. Gut, den hauen wir jetzt noch mit hinten ran. Ich habe so den Eindruck, da kommt irgendwo ein Switch Palace oder irgend sowas, weil das ist nicht einfach ein alternativer Weg. Da ist der Pilz passé, aber es kommt ja noch einer. Hier. Dem muss ich jetzt allerdings mit allen Mitteln, also mit Safe States, bewahren. Sonst ist das ein bisschen doof mit dem Secret Exit. Da unten
Noch ein wenig nicht, das ist nur die Irschi-Münze. Was willst du runter? Nö. Genau. Nö, du läufst sogar aus dem Bildschirm raus, aus dem Bild raus und bist weg. So, jetzt holen wir uns... Gut, jetzt würde ich gar nicht mehr den Pilz benötigen, aber... Ich behalte ihn doch mal lieber. Die schießt ja meilenweit vorbei. Hallo, Schlüsselchen. Hallo, Wiggler heißen die, glaube ich. Dim, 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 dim. Bum. Ja, Wiggler heißen die, glaube ich. Ja, der Yellow Switch Palace. Mal schauen, ob sich da was getan hat. Ah, hab verstanden. Hab ich verstanden. Haha. Hätte ich mir jetzt noch ein bisschen länger vorgestellt, aber finde ich sehr nett, die Idee. Auch ohne ein paar Münzen gibt es auch noch ein Leben. Bon. Ja, das Switch Palace. Ich habe zwar bisher noch keine von den Dingern, keins von den Dingern gesehen, meine ich. Mir ist zumindest keins aufgefallen. Aber ich habe den Yellow Switch Palace. So, jetzt können wir uns... Ah, da gibt's auch einen normalen Save Point. Aber ich benutze doch mal die Save State Tasten. Na, vielen Dank. Torpedo-Tats, ich hasse die Dinger. Ich habe auch schon andere Hacks gespielt. Die Dinger sind egal in welchem Hack. Einfach eklig. Vor allem, wenn man dazu noch... Moment, das hatte ich... Bei der anderen Aufnahme, ha! Das hatte ich schon mal raus. Aber die kommen so schnell nach. Man hat nur ein sehr kurzes Zeitfenster, um da durchzukommen. Da ist ein... Das bringt mir nur nichts, dass da eins ist. War ich einfach zu lang. Du musst einfach mit Speed durch. Schafft man das gar nicht. Da ist der nächste. Ach, Luft holen, Mario. Luft holen. Pilz? Wo ist der nächste Pilz? Da unten ist der. Der geht da gerade so tief, dass man da nicht drunter durchkommt. Gut, hier kann ich mir einigermaßen Zeit lassen. Ich weiß ja, wo er ist. So, und ab hier ist wieder Gas geben angesagt. Ja, das meine ich. Wenn man da nicht schnell genug durch ist, muss man hier den Torpedo-Ted abwarten. Ach, da ist doch nichts. Der war jetzt nicht nötig, aber gut. Ich will mich ja nicht beschweren. Da unten wäre einer gewesen. Ich glaube, den muss man auch mitnehmen.